Florian Nolte, Rechtsanwalt bei PBB Rechtsanwälte in Jena. Der Bundesgerichtshof hat Anfang dieses Monats ein Urteil gefällt, das für viele Inhaber von Lebensversicherungsverträgen ganz, ganz wichtig ist. Warum denn? Nun, es stimmt, der Bundesgerichtshof hat ein weiteres bahnbrechendes Urteil in Bezug auf die Rückabwicklung von Lebensversicherungsverträgen aus den Jahren 1994 bis 2008 getroffen. Es ging dabei um die Verjährung der sogenannten Rückzahlungsansprüche. Also das Gesetz sagt doch aus, 3 Jahre nachdem ich den Vertrag geschlossen habe, ist die Verjährung quasi in Gang gesetzt und dann habe ich einfach keine Rechte mehr. Genau diese Argumentation haben die Versicherungsunternehmen in den Klageverfahren, die auch wir betreuen, vorgenommen. Die haben dargestellt, dass die Prämienzahlungen, die man als Versicherungsnehmer an die Versicherungsgesellschaft zahlt, dann verjährt sind. Hintergrund ist, dass wir die Versicherungsverträge rückabwickeln im Auftrag unserer Mandantschaft. Dazu gibt es vielleicht mehr als 20 Urteile des Bundesgerichtshofs und ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, die diese Rückabwicklung zulassen. Um das nochmal klar zu sagen, eine Rückabwicklung ist keine Kündigung. Eine Rückabwicklung stellt mich so dar, als hätte ich diesen Vertrag nie unterschrieben. Genau, dieser Unterschied zwischen Kündigung und Widerspruch, den kennt man landläufig meist nicht. Eine Kündigung ist jedem geläufig, ein Widerspruch gegen den Versicherungsvertrag beseitigt ihn von Anfang an. Das heißt nichts anderes, als dass die Beiträge, die gezahlt worden sind, zu Unrecht gezahlt worden ist. Es geht also nicht darum, dass das Widerrufsrecht verjähren könnte. Das kann es sowieso nicht, sondern es geht um die Rückzahlungsansprüche. Wenn ich das Widerspruchsrecht ausübe, beseitige ich den Vertrag von Anfang an. Nun haben die Versicherer ins Feld geführt, wenn beispielsweise der Vertrag im Jahr 1998 abgeschlossen worden war, dann wären die Rückzahlungsansprüche aus den gezahlten Beiträgen im Jahr 1998 dann bereits verjährt. Hier hat der Bundesgerichtshof nun endlich mal Klarheit geschaffen, indem gesagt worden ist, erst mit der Ausübung des Widerspruchsrechts entsteht der Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Versicherungsunternehmen und damit ist noch keine Verjährung eingetreten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass viele, viele Menschen sich jetzt überlegen werden, ob sie vielleicht doch noch ihre alten Verträge nochmal angehen. Es lohnt sich für sehr, sehr viele Versicherungsnehmer, ihre Verträge zu überprüfen. Gerade Kapital-Lebensversicherungen, fondgebundene Lebensversicherungen sind beispielsweise im Jahr 2004 unter dem Namen Steuerschlussverkauf an den Mann gebracht worden, obwohl man diese Absicherung hätte auch auf anderem Wege bewerkstelligen können. Es kommt dabei auf das Kleingedruckte an. Sehr, sehr viele Unternehmen aus der Versicherungsbranche haben nicht die verbraucherschützenden Vorgaben, die im Gesetz verpflichtend geregelt waren, eingehalten. Und das ist für uns der Ansatzpunkt, um eine Rückabwicklung auch durchzuführen. Das heißt, viel Arbeit in den nächsten kommenden Monaten. Ich gehe davon aus.